Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Bioshock. Wir sind gerade. Achso, ja, wir sind immer noch im Farmers Market. Wir haben im letzten Part. Was ist mit den Texturen schon wieder los? Rosie, also hier einen Big Daddy platt gemacht. Oder Big Mother. Wenn das ja jetzt, wenn die Rosie heißt oder der. Naja, haben die Little Sister gerettet und müssen hier weiter durch den Farmers Market. Wie heißen die Dinger da suchen? Was ist mit den Texturen los? Wenn sich das nicht gleich bessert, muss ich nochmal neu starten. Sind hier ja durch den Farmers Market und auf der Suche nach destilliertem Wasser, glaube ich. Und hier diesem Honigzeug da. Ja. Upgrades. Ne, braucht man nicht. Auch nichts mehr drin. Ja, beim letzten Mal war hier ja richtig Party los. Ich hoffe, das hat sich jetzt ein bisschen gebessert. Ihr wisst doch, dass 9 von 10 Frauen den Schwarm die neuen Plasmide der Sportsbuch immer sein wollte. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Jetzt habe ich ja. Da ist schon wieder so eine Scheißkamera, ey. Gut, dass die mich. Oh, ich habe fast keine Munition mehr. Dann muss ich wohl umschulen auf MG. Ah, da habe ich noch einiges an Munition. Wo ist denn die blöde Kamera? Da hinten, ah, super. Komme ich gleich besser von da hin. Hier lag noch irgendwas. War ich da unten schon? Gehen wir erstmal hier unten gucken. Ich glaube, hier war ich überall schon. Ach ja, genau, hier habe ich den gehackt. Hier war ich noch nicht. Jesus liebt dich, okay. Wie kann ich denn? Ach komm hier. Ach man. Destilliertes Wasser. Yay. Habe ich doch gesagt. Brauchen wir auch. Ein New Event. Hacken wir. Hallo? Ja, ich möchte gerne hier nach oben. Ich hoffe, ich verbaue mir jetzt nicht den Weg. Ne. Nicht so wie sonst immer. Den da. So. Und fertig. Was können wir denn jetzt hier bauen? Panzer bei Explosionsschrot. Antipersonenpistolenkugeln. Was bauen wir denn? Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Autohacker ich habe. Hier sieht man, was man dafür braucht für den Lazarusvektor. Das müsste von links nach rechts das Wasser, dieser komische Sirup und Chloroform, Chlorophyll, keine Ahnung. Ne, Chloroform glaube ich nicht, aber irgendwie sowas anderes, was ich sowieso schon in Massen habe. 12 Stück. Ja. Panzerbrechende MG-Munition. Ja. Ach, das kostet 2. Verdammt. Naja, ich wollte mich einmal das und zweimal das herstellen, aber gut. Also zweimal Panzerbrechende, einmal andersrum. Einmal Panzer, zweimal Explosiv. Und ich stelle mir noch einen Autohacker her, jetzt weil ich nicht mehr genau jetzt weiß, wie viel ich jetzt hatte. So, hallo? Hier ist überall. Da ist aber nichts hinter, okay. Ja, mal hier gucken. Ah, doch, hier war ich auf jeden Fall schon, kann ich mich erinnern. Da hatten mich Ryan über die Big Daddies gelästert. Pecan Pie, Bread Pudding, Honey Rum Cake, Chocolate Mousse, Apfelstrudel, Apfelstrudel und Caramel Apple. Ah ja, das ist das Menü für heute. Meinen die nicht, dass sie vielleicht abgelaufen sein könnten, die Sachen? Komm, weiter geht's hier. Vorne war die Kamera. Kann ich die hacken? Ja.
Oh, ja, probieren wir mal so, kriegen wir hin. Oder wir sind auch heute fit. Fit wie ein Turnschuh. Okay, dahin und jetzt brauche ich... Ah! Den. Gut. Und den und einmal runter und jetzt hier und wieder. Da und jetzt geht's abwärts. Haben wir noch einen, der nach unten geht? Einen brauchen wir noch, komm. Ach, da ist er schon. Supi. Ja, jetzt haben wir auch schon eine Kamera. Hier haben wir noch einen Safe. Den können wir auch noch hacken per Hand. Hier geht's dann runter und jetzt brauche ich nur noch den. Hey, der hat mir schon beim Aufdecken den halben Weg gesetzt. Finde ich schön. Was haben wir drin? Panzerbrechende Pistolen, Kugeln, die voll sind. Boah. Cool. Ja, was haben wir hier? 51, 38. Ja. Ich bin ja echt ziemlich gut ausgerüstet eigentlich, wenn man es mal so sieht. Oh, ein paar Schrauben in der Kasse. Schrauben in der Kasse, ja. Mache ich auch immer so. Ja, habe ich den schon gehackt? Okay, nee. So, dann wird das jetzt wieder eine Hackfolge oder wie? Ersten 10 Minuten wird hier nur gehackt. Okay, sind gerade mal die ersten 6, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, und schon. Wollt ihr mich jetzt hier wieder verarschen oder was? Sieht danach aus, was? Einmal nach oben noch bitte. Oh, danke. Manchmal hat mich das Spiel, glaube ich, doch ein bisschen lieb. Aber nur manchmal. In den meisten Fällen beim Hacken ja eher nicht. So, was können wir denn jetzt hier Schönes kaufen? Brauchen wir? Guck, wie viel haben wir? Ach, wir haben genug. Kaufen wir uns mal einen. So, ich gehe jetzt gerade nochmal zurück, mir die Eve. Spritze hier unten holen. Und dann gehen wir mal weiter, gucken, was passiert. Ja, ich gucke mich immer noch ein bisschen panisch um. Ich weiß nicht, dieses Gefühl, dass hinter jeder Ecke einer lauert, das ist nicht ganz weg. Ich glaube, das wird auch niemals ganz weggehen. Chlorophyll war das. Nicht Chloroform. ja, ich weiß, der Pfeil zeigt ganz woanders hin. Aber ich finde das schön, gegen das Navi zu. Warum ist das? War ich hier schon? Ah, hier ist der Anfang. Dann bin ich da rum. Okay. Gut, dann folgen wir jetzt doch mal aus. Oh, hier ist noch ein Tagebuch. Hören wir uns das erstmal an und ich erforsche hier weiter. Die Kinder. Langen Nadeln, ihren stimmlosen Liedern, ihren entsetzlichen Pflichten, ihren schauderhaften, frankensteinartigen Vätern. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und des Schaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Ah ja, wahrscheinlich redet er da von seiner... Oh, Autohacker. Von seiner hier... Von der Miss Tannenbaum. Als ihre Finger hängen da genauso mit drin. Also gehe ich jedenfalls von aus. Ja, folgen wir doch ein bisschen dem Weg. Hier haben wir destilliertes Wasser. Noch eine Eve-Spritze, die wir nicht brauchen. Die unter einem Hut liegt. Ja. Und Wasser in Wein. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trou de Cul drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser!
Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet: Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Ist das großartig. Ich könnte mehr Wasser nehmen. Ja, komm her. Komm, komm und... Haha. Gibt's etwas Besseres als Leute? Was hat der mit Wasser ein? Tritt? Hat, war das gerade ein Rissgeräusch? Naja. Gibt's etwas Schöneres als Leute in Ölpfützen laufen zu lassen und abzufackeln? Okay. Wieso tragen Sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von Ihnen daran, wie Sie einmal ausgesehen haben. Und Sie schämen sich. Ja, vielleicht. Aber wenn Atlas sich meldet, heißt das im Normalfall, dass es da weitergeht. So, bei mir ist eindeutig eine Kamera. Wow, da wäre ich fast ins Geschütz gerannt. Mein Mann. Weiter geht's. Ja, Bauch. Hier so rum. Na, hallo. Noch mehr gerade? Komm. Ah, nahezu schon genug Teile, oder? Echt jetzt? Cool. Na. Da ist es. Und fertig. Oh, diesmal war ich aber schnell. Beziehungsweise sind lange außer Gefecht gesetzt, die Teile durch. Ja, durch diesen neuen Elektrospol 2. Gut, den habe ich jetzt schon einige Folgen. Für euch werden wahrscheinlich Wochen vergangen sein. Für mich vielleicht ein paar Tage. Oh, was so. Yay! Jetzt habe ich eine Kamera. Irgendwie habe ich ein ganz mieses Gefühl bei diesen Sachen. Wenn das schon so aussieht, kann es doch nur heißen, dass hier gleich was, bald was kommt. Ah, scheiße. So. Ja, und dann so. Was habe ich gerade... Ach, da. Ich habe schon genug Teile. Was denke ich drauf? So, was haben wir hier drin? Zweimal destilliertes Wasser. 4 von 7 haben wir schon. Ah, die Musik ist schön. Irgendwas Positives muss man ja haben. Erlesene Liköre, Weine, Biere. Ja, die alle mit destilliertem Wasser verdünnt sind. Oh. Oh, Leiche. Oh, ist die hässlich. Also ich glaube, die ist ein bisschen vergammelt. Aber die hat Geld zu ihren Füßen liegen. Warte, hier ist schon mal auf jeden Fall ein Lüftungsschacht. Kann das sein, dass hier dann nochmal ein Big Daddy kommt oder nicht? Ah, noch ein Tagebuch für uns. Die Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben. Es sind immer noch Kinder. Sie spielen und singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Manchmal lächeln sie. Ja, ihr habt euch geirrt, okay. Komme ich jetzt hier wieder irgendwie hochgesprungen oder muss ich... Na toll, ich will noch nicht da unten hin. Da oben war noch was. Dann gehen wir mal gerade noch hier oben das... War das... Hier war doch genau dieser Atom... Wow, wow. Automat zum Hacken.
Und dann gucken wir mal weiter. Ah. Hallo, Automat. Automat, hallo. Ach, scheiße. Ah. So, versuchen wir mal hier rumzufahren. Ja, das geht sogar. Ah. Ah. Komm schon und fertig. Oh. Das wurde gerade ein bisschen schnell. Das Wasser. Was brauchen wir denn? Schrot. Schrot brauchen wir auf jeden Fall. Kaufe ich mir mal ein paar. Nochmal. Komm. Da haben wir wieder nahezu halb voll mit Schrot. Weil das ist schon eine sehr coole Kombination mit dem Eve. So. Ja, wir machen jetzt hier einen Cut und sehen beim nächsten Mal, wer da unten im Keller labert. Tschö mit Ö. Ciao mit V.